Hallo, liebe Aufrufer, hier Attack on America, 9/11, der Einsturz des World Trade Centers, der Angriff auf Amerika, hier monatlich abgehandelt und nun im März des Jahres 2002 meine Berichte. Noch immer ist Macht unbestreitbar und Gerechtigkeit umstritten. Der Beitrag hier Nummer 4, das Innere der Konstruktion. Die Türme des World Trade Centers, die das Bombenattentat 1993 mühelos überstanden, konnten dem Angriff mit zwei gekaperten Passagierflugzeugen nicht standhalten. Das Tragwerk eines solchen Hochhauses besteht aus einer sogenannten Tube-Konstruktion aus Stahl und inneren Stahlstützen. Die ganze Fassade besteht aus einem Gerüst von Stahlstützen, die untereinander verbunden sind und insgesamt eine Art vertikale Röhre, Tube, ergeben. Der Brandschutz ist durch einen aufgespritzten Asbestputz gewährleistet. Die Gesamtstabilität hängt nicht von einzelnen Stützen ab und bildet eigentlich ein sehr sicheres System. Selbst ein Bombenangriff, der mehrere Streben wegreißen würde, könnte dem Gebäude kaum etwas anhaben, weil die verbleibenden Stahlstützen die von oben drückende Last aufteilen könnten. Die Flugzeuge dagegen haben einen großen Teil der Struktur im Inneren zerstört. Explosion und Feuer überhitzten die Stützen. Stahlbeton würde vielleicht noch stehen. Am Dienstagmorgen um 8.50 Uhr Ortszeit raste das erste Flugzeug in die oberen Stockwerke des nördlichen Turms des Gebäudes. Um 9.04 Uhr folgte die zweite Maschine, die etwas unterhalb, aber noch im oberen Drittel, in eine Etage des Südturms donnerte und dort eine gewaltige Explosion auslöste. Um 10 Uhr stürzte zunächst der südliche Turm in sich zusammen. Gegen 10.29 Uhr folgte ihm der Nordturm. Einer der beiden zog ein benachbartes Gebäude in Mitgliedschaft, das ist das WTC Nummer 7, das dann ebenfalls einstürzte. Den Südturm hatte das Flugzeug exakt in der Mitte des Stockwerks getroffen. Sofort brannte das ganze Stockwerk und alle Stützen wurden so heiß, dass sie die oberen Stockwerke nicht mehr tragen konnten und wegknickten. Die herabfallende Last konnte nicht aufgefangen werden. Stockwerk um Stockwerk brach unter der jedes Mal größer werdenden Last zusammen. Im Nordturm war das Stockwerk weniger exakt getroffen worden und es soll zunächst auch keine Explosion gegeben haben. Das Innere der Konstruktion hier. März 2002 veröffentlicht zu den technischen Bedingungen des Einsturzes des WTC in New York am 11. September 2001. Danke für den Aufruf.